Wir haben es geschafft. Gut gespielt, Aphrodite. Oder Aphrodite. Nachher kommen wieder alle Abonnenten und sagen, du sprichst ihn falsch aus. Ich hasse dich. Du aber auch, Mark. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hatten, auch ohne das Wasser der Götter gegen euch anzutreten. Boah, warum sprichst du denn so weiblich aus? Das ist ein Typ, es ist ein Junge. Hallo. Ja, okay, Hater-HD-Kids. Der Kampf gegen Elias wird sicher noch härter werden. Ja, ja, ja. Wir werden im Zeus-Stadion weiter trainieren. Wenn ihr noch ein Freundschaftsspiel spielen wollt, könnt ihr uns dort finden. Das Zeus-Stadion ist oben am Himmel, oder? Ich hab doch Höhenangst. Danke für alles, Aphrodite. Nicht zu danken. Wir wollen euch bloß dabei helfen, Elias zu besiegen. Na, wie man auf eure Weise jemanden besiegt, habt ihr ja schon letztes Jahr bei der Football Frontier gezeigt. Scott! Himmelsstunde. Hey, ich kann mich nicht bewegen. Es gibt immer bitte so einen richtigen Arschtritt. Das geschieht dir recht. Und jetzt entschuldige dich bei Aphrodite. Auf keinen Fall. Lass mich gehen. Was hast du mit mir gemacht, du schlachsiges Schreckgespenst? Mit Shemale-Elementen. Oh, sehr gut, Bernion. Wie kannst du es wagen, mich Shemale zu nennen, okay? Dir ist doch klar, dass diese, naja, wunderschönen Fingernägel nicht von selbst gewachsen sind, okay? Hahaha. Opfer. Eine Unverschämtheit. Nun ja, Mark, lebe wohl. Bis dann, Aphrodite. Ich hätte sie gerne im Team gehabt, eigentlich. Du bist wirklich gut. Hä? Stimmt etwas nicht, Aphrodite? Dieser Junge, irgendwas an ihm ist seltsam. Als ob er sich seine Kräfte noch nicht bewusst ist oder wie er sie einsetzen kann. Mark, ich verstehe jetzt, wieso ihr geglaubt habt, dass euch ein spielentscheidender Vorteil fehlt. Ich hoffe trotz allem, dass das Freundschaftsspiel gegen euch dass das Freundschaftsspiel euch weitergeholfen hat. Alles Gute, Mark. Mark, Freundschaftsspiele sind schön und gut, aber sollten wir nicht weiter die Megatechniken üben? Wir werden sie gegen Genesis bitter nötig haben. Du hast recht. Stell sicher, dass du gut vorbereitet bist, bevor du mit dem Training beginnst, Mark. Sprich mich einfach an, wenn du soweit bist. Ich warte am Fußballplatz auf dich. Hihi. Und damit willkommen zu einem weiteren Part von Inazuma 11.2 Feuersturm. Wir haben im letzten Part Zeus geklatscht. Und das war ziemlich, ziemlich cool. Jaja. So, und jetzt haben wir die Aufgabe, mit dem Training weiterzumachen. Ja, weiterhin Megatechniken trainieren. Weiter auf die Kacke hauen. Bam, bam, bam. Ja. Muss man ja ganz klar so sagen. Also, hi. Bist du bereit, die Megatechniken zu trainieren, Mark? Gut, dann viel Glück. Ja, Training. Ja. Zwei Megatechniken sind der Schlüssel, um Alice zu besiegen. Zunächst wäre da die Torwarttechnik. Unendliche Hand. Ja. Und dann gibt es noch die wahrscheinlich stärkste aller Megatechniken, den Planetenball. Also müssen wir nur diese wahrscheinlich stärkste aller Megatechniken meistern, oder? Also, worauf warten wir noch? Leichter gesagt als getan, Hurley. Wir haben den Planetenball schon einmal ausprobiert, aber wir haben es nicht geschafft. Jeder Spieler der Mannschaft konzentriert seine ganze Energie auf den Ball. Und dann schießen drei Spieler ihn ins Netz. Also wird es nicht funktionieren, wenn auch nur einer der Spieler nicht genau in Position ist. Das wird nicht einfach. Aber wenn ihr diese Technik meistert, dann könnt ihr auch der Supernova von Genesis standhalten. Jetzt, wo wir Axel und Hurley im Team haben, sollten wir vielleicht nochmal daran arbeiten und es versuchen. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Oh Gott, mal kurz ein komisches Geräusch ablassen. Dankeschön. Seid ihr bereit, Leute? Bereit, wenn du es bist, Mann. Gut, los geht's.
Warum laufen die anderen alle imaginär mit? Planetenball! Was ist passiert? Okay. Meine Güte, das ist ja gründlich nach hinten losgegangen. Was ist nur los mit uns? Das war ja noch schlechter als beim letzten Mal. Aber warum bloß? Vielleicht seid ihr nicht mit ganzem Herzen dabei? Alle sind vor dem Spiel gegen Genesis sehr angespannt. Und manchen fehlt das Vertrauen in Trainerin Lina. Ja, und... Schon wieder nicht geschafft. Das ist nur meine Schuld. Mark, lass uns aufhören, den Planetenball zu üben. So kommen wir nicht weiter. Aber wie sollen wir Genesis besiegen, wenn wir den Planetenball nicht beherrschen? Wir wollen ja nicht, dass du ganz aufgibst, Mark. Es ist bloß, dass alle sehr angespannt sind, nachdem sie Supernova gesehen haben. Wir müssen uns erst einmal beruhigen. Du hast recht. Hört mal alle her. Wir sollten jetzt erstmal mit Einzeltraining weitermachen. Trainiert eure eigenen Techniken und stellt sicher, dass ihr in Topform seid. Gut, dann wollen wir mal sehen, wer am besten abschneidet. Also, Darren, lass uns mal sehen, ob wir die unendliche Hand jetzt endlich meistern können. Ist gut, Mark. Warte kurz, Mark. Ich muss mit dir reden. Ja, Trainerin? Mark. Ich möchte, dass du nicht weiter als Torwart der Raymond 11 spielst. Was? Oh. Moment mal, was? Mark soll als Torwart aufhören? Aber warum? Aber Mark ist doch unser Mann im Tor. Für so jemanden wie ihn gibt's keinen Ersatz. Ich bin einer Meinung mit Trainerin Lina. Sharp! Mark, du hast es doch bestimmt auch schon gemerkt. Du bist scheiße. Du kannst ein Spiel auch auf andere Weise mitentscheiden. Aber wir müssen die beste Mannschaft des Landes werden. Wir müssen unsere Schwächen überwinden. Nur so können wir perfekt werden. Nur wenn wir perfekt sind, können wir die Besten sein. Perfekt. Aber wie hilft es da, wenn Mark nicht mehr mitspielt? Mark wird weiter mitspielen, aber auf einer anderen Position. Er wird Libero. Libero? Schätzchen, was ist denn ein Libero? Ein Libero ist kein Labello, also falls du das jetzt gedacht hast, ich meine, du bist ja eine Frau und so. Es ist kein Labello, es ist ein Abwehrspieler mit mehr Freiheiten. Sie haben keinen direkten Gegenspieler, weswegen sie dort Abwehr leisten, wo es notwendig ist. Außerdem können Liberos in den Angriff wechseln, wenn nötig. Interessant. Ich habe mir eure Spiele seit längerem angeschaut. Ich war immer der Meinung, dass du zu laufstark für einen Torwart bist, Mark. Libero könnte die ideale Position für dich sein. Ein Libero? Mark, du musst deine Position als Torwart aufgeben, wenn wir Alias besiegen wollen. Alias besiegen? Mark. Also gut, ich mache es. Ich werde Libero. Immerhin lebt man auch als Fußballspieler nur einmal, stimmt's, Hurley? Ach ja, klare Sache, Mann. Aber wenn Mark Libero wird, wer wird dann Torwart? Also bitte, wir haben einen perfekten Torwart. Was, etwa ich? Na klar, ich kann es nicht gut erklären, aber du hast großes Potenzial, Darren. Ich bin sicher, dass du als Torwart besser sein wirst als ich. Das Tor der Raymond Elf ist bei dir in guten Händen. Mark! Die unendliche Hand hast du bereits gelernt, auch wenn du sie noch nicht perfektioniert hast. Du wirst ein toller Torwart für uns sein. Trotzdem ist es ein Risiko, Darren sofort ins Tor zu stellen. Fürs Erste bleibt Mark unser Torwart. Versuch du, so viel wie möglich von ihm zu lernen. Klasse, Darren. Ich baue darauf, dass du die unendliche Hand meisterst. Nutze sie, um unser Tor vor den Schüssen von Alias zu beschützen. Aber Mark, bist du dir sicher? Du hast diese Technik doch schon so lange trainiert. Ich muss jetzt Libero-Techniken üben. Eines Tages möchte ich auch die unendliche Hand erlernen, aber jetzt überlasse ich das dir. Mark, ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ich werde dir dabei helfen. Vielen Dank, Mark. Neuer Torwart. Mark wird Libero. Das sind vielleicht Schlagzeilen. Eine Revolution bei Raymond. Unglaublich. Du wirst glücklich, Celia. Vielleicht können die alten Nina Summer 11 dir und Darren bei der unendlichen Hand weiterhelfen, Mark.
Ich werde sie mal anrufen. Du kannst mit Zaren schon einmal zu den anderen ans Flussufer gehen. Oh, das Flussufer! Ist gut, danke, Nelly. Das gute alte Flussufer. Ha, die guten alten Zeiten. Hey Leute, fangen wir mit dem Training an. Wollen wir mal sehen, wer am meisten schafft? Auf geht's! Komm schon, Darren, auf zum Flussufer! Ist gut, Mark, ich werde alles tun, um so ein großartiger Torwart wie du zu werden. Oh. Darren hat die magische Hand erlernt. Oh, auf einmal, ganz plötzlich. Mhm. Sharp, wo gehst du hin? Es gibt eine neue Spezialtechnik, über die ich mehr erfahren möchte. Eine Spezialtechnik? Ja, sie ist vielleicht nicht so mächtig wie der Planetenball, aber sie sollte uns helfen, ein besseres Team zu werden. Eine neue Spezialtechnik? Was für eine Technik könnte das sein? Alle geben ihr Bestes und bereiten sich auf die Begegnung mit Alias vor. Aber wir können sie unmöglich schlagen, wenn wir jetzt zum Hauptquartier von Alias aufbrechen. Gibt es nichts, was ich tun kann? Gibt es keine Möglichkeit, einen Sieg zu garantieren? Vielleicht, wenn wir... Ja, das könnte funktionieren. Trainiere die unendliche Hand am Flussufer. Ja, am Flussufer. Wie gesagt, long time non see. No, long time no see. Long time not seen. My dear Flussufer-Brudes. In dem Sinne, würde ich mal sagen, probieren wir diese Techniken weiter zu trainieren, zu üben. Und natürlich auch vollkommen auszurasten. Ja. Ich überlege jetzt aber hier bei der 4x4-Formation, ich sag mal, Darren als Zauber zu benutzen, was ja eigentlich ja Sinn machen würde, weil er so weiter leveln könnte, wisst ihr? Ich bin mir nicht sicher, wie viel die Werte hier an Unterschied machen sollten. Ich habe keine Ahnung. Also bei Mark und bei Darren im Vergleich so, ne? Also ob Darren Mark von den Werten her überhaupt jemals das Wasser erreichen kann. Deswegen würde ich mal sagen, komm, Aufstellung 4x4, wir packen Darren ins Tor statt Mark. Wenn wir uns das mal angucken, 39, 45, aber bei Verteidigung macht ja auch Sinn. Hm. 53. Wo ist denn Darren? Hier, das ist Darren, oder? Ja. Bei Verteidigung hat er eine Wert von 38 und, ich weiß nicht. Ich kann nicht auf ihn verzichten. Willst du mich abziehen? Na gut. Ich will ihn wechseln, aber ich darf es nicht. Dankeschön. Kommt schon, Leute. Ihr seid spät dran. Ihr könnt auch jetzt nicht rumtrödeln. Das sind also die Spieler der ursprünglichen Inazuma Eleven. Ah, du musst Darren sein. Wir haben schon viel von dir gehört. Also dann, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen die unendliche Hand trainieren. Gut, vielen Dank, dass Sie uns helfen. Unendliche Hand. Immer noch nichts, was? Die unendliche Hand. Wer hätte gedacht, dass es solche Techniken heutzutage noch gibt? Es passt zu David, so ein Ass im Ärmel zu haben. Machst dir auch bestimmt nichts aus, einen solchen grünen Schnabel die unendliche Hand lernen zu lassen, Mark. Sharp hat mir gesagt, dass es Beweglichkeit und Genauigkeit braucht, die unendliche Hand zu meistern. Und genau das fehlt mir. Meine Stärken sind Kraft und Wagemut. Beweglichkeit und Genauigkeit hätten wir von David Evans Enkeln auch nicht erwarten können, ja. Ah, Viva! Du und dein Großvater, ihr seid aus dem gleichen Holz geschnitzt. Vielleicht kann ich die unendliche Hand erlernen, wenn ich beweglicher werde. Aber im Moment ist Darren einfach besser für diese Technik geeignet. Verstehe. Ich kann es trotzdem kaum glauben. Kann so ein kleiner Jungspund wirklich eine Megatechnik besitzen? Nicht einmal David Evans hat das geschafft. Keine Sorge, Darren hat Potenzial. Aber ich habe es doch nur einmal geschafft. Dann musst du bis an deine Grenzen gehen und dich voll konzentrieren.
Wir schießen abwechselnd auf dich. Du musst versuchen, die Schüsse mit der unendlichen Hand zu blocken. Also gut, na dann mal los. Jetzt liegt's an mir. Ich muss das Tor der Ramenev beschützen. Ich muss so gut wie Mark sein. Und los geht's. Halte durch, Darren, du kannst es schaffen. Unendliche Hand. Ah, ah. Verflixt, ich schaffe es immer noch nicht. Keine Panik, Darren, du hast es bald. Wirklich? Was für eine dumme Frage. Warum? Was fehlt denn noch? Darren, du hast die unendliche Hand doch schon einmal geschafft, oder? Und damals hast du dich selbst bestimmt nicht so unter Druck gesetzt. Entspann dich, mein Junge. Hab ein bisschen Spaß. Los, Darren, versuch doch einfach mal ein wenig Spaß dabei zu haben. Ja, los, hab Spaß, Darren, los! Mark, so richtig dumm im Hintergrund alles nachplappern, so richtiger Vogel. Aber dafür haben wir keine Zeit, ich muss die unendliche Hand erlernen. Darren, beruhige dich, machen wir eine Pause. Aber Mark, ich bin ehrlich gesagt ein wenig müde. Ich zeig dir meinen Lieblingsort. Das bessert deine Laune bestimmt. Dein Lieblingsort? Ja, dort gefällt es dir bestimmt. Deshalb können wir dann ein Rendezvous haben. Ja. Wahnsinn, was für eine Aussicht. Sowas sieht man nicht alle Tage, was? Hier wirken alle Sorgen auf einmal ganz klein. Ja, das stimmt. Du warst gar nicht müde, oder? Du wolltest bloß mit mir hierher gehen. Ha, du hast mich erwischt. Du bist immer hierher gekommen, wenn du Probleme mit dem Fußballtraining hattest, oder? Nicht nur ich, auch mein Großvater liebte diesen Ort. Oh ja, weißt du, immer wenn wir gegen Alias spielen, dann frage ich mich... Spielen sie gerne Fußball? Haben sie Spaß dabei? Hass, Wut, Frustration. Wer mit solchen Gefühlen ins Spiel geht, der kann gar nicht gewinnen. Gewinnen? Gib nicht auf, Darren. Ich weiß, dass du die unendliche Hand meistern kannst. Gut, ich gebe mein Bestes. Oh, wie spät es schon ist. Ich sollte zurückgehen und noch etwas mehr trainieren. Oh, das sieht doch aus wie... Nelly! Oh, hallo, Mark. Wow, wo kommt denn das ganze Gepäck her? Das ist der Proviant für die Mannschaft. Ihr esst ziemlich viel, also brauchen wir Vorräte. Oh, danke, Nelly. Wir brauchen so viel Energie wie möglich. Wer ist das denn? Achso, das ist ein Butler, okay. Ich gehe dann mal weiter, Fräulein Nelly. Oh, warten Sie. Hey! Mann, nach dem ganzen Training habe ich einen riesen Hunger. Oh, was isst du denn gerne, Mark? Warum fragst du? Kannst du dich nicht entscheiden, was du essen willst? Ja, schon. Ich war einfach neugierig. Mal nachdenken. Reisbällchen schmecken super, aber ich werde jetzt Libero. Da brauche ich viel Ausdauer. Mark, bist du eigentlich traurig? Worüber denn? Darüber, dass Darren jetzt Torhüter wird. Ach, das ist in Ordnung für mich. Naja, das ist gelogen. Als Torhüter hatte ich eine Verbindung zu meinem Großvater. Ich weiß. Aber andererseits fühle ich mich der Mannschaft jetzt genauso nah, wie ich auch meinem Großvater mich nahe fühle. Und außerdem glaube ich, mein Großvater wäre enttäuscht, wenn ich es als Libero nicht wenigstens versuchen würde. Mark, heul nicht drum, versuch es einfach. Sowas in der Art, weißt du? Also werde ich es auch versuchen. Ich werde ein noch besserer Spieler, als er es war. Ich weiß, dass er mir zuschauen wird. Ja, ich weiß, dass du es schaffen kannst, Mark. Ich glaube an dich. Danke, Nelly. Mark, wenn wir Alias besiegt haben, dann würde ich dir gerne etwas sagen. Du willst mir etwas sagen? Das kannst du auch doch jetzt. Kannst du das auch nicht jetzt tun? Nein, das geht nicht. Manchmal bist du wirklich schwer vom Begriff. Oh, eine Textnachricht. Sie ist von Trainerin Lina. Komm sofort zum Bus. Was da wohl los ist?
Wer weiß. Gehen wir zum Bus und finden es heraus. Alles klar. Beim nächsten Mal werden wir den Bus soweit untersuchen und durchforsten. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und bye.